Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal darum, dass ich eigentlich nichts gegen Prank-Kanäle habe. Und zwar, ich wurde schon mal in meinem relativ gesehen kurzen YouTuber-Dasein ein paar Mal gefragt, yo, warum machst du nicht was zu den Prank-Bros oder irgendwelchen anderen Prank-Kanälen auf Deutsch? So, ich habe einfach nichts dagegen. So, es ist halt einfach die billigste Form an Entertainment. So, es ist genau wie diese 3 Uhr nachts Videos. So, wenn Leute es witzig finden, sich anzuschauen, wie irgendwer dann fake fucking nochmal Anfall hat und denkt, oh mein Gott, was weiß ich, was gibt's den Game Master oder so, der kommt jetzt mit seinem riesigen Buttplug und will mich ficken. So, ich meine, wenn es Leute witzig finden, so, ich sehe halt kein Problem darin. Klar, es ist absolut dummer Content, aber es ist halt einfach Entertainment, so. Ich werde auch wahrscheinlich nie irgendwas gegen Prank-Kanäle haben, so, also zumindest so lange, dass wir kein J-Station oder was es, würde schon in Amerika für kranke Bastarde gibt. Irgendwie, solange so ein Scheiß nicht zu uns rüber schwappt, irgendwie in einem großen Maße, ist es mir eigentlich scheißegal, also. Prank-Kanäle und die ganze Scheiße ist mir einfach drecksegal, also. Klar, ich könnte irgendwie sagen, Prank-Bros, ihr Fake-Pranks, oder was auch immer. So, nur was bringt's mir? Das weiß eh jeder, so. Ja, keine Ahnung, ich sehe einfach irgendwie kein Problem darin, dass halt irgendwer, Prank-Kanäle mag. So, klar, es ist nicht irgendwie das Zeug, was ich gerne mir anschaue, aber ich sehe halt nichts falsch drin, so. Solange nicht irgendwie wie J-Station oder so anfängst, irgendwie tote Celebrities anzurufen über Ouija-Boards? Keine Ahnung, wie man die Dinger ausspricht, ihr wisst, was ich meine. Und irgendwie sagt, oh mein Gott, er lebt noch, der Hubschrauber ist nicht wirklich abgestürzt, alles gefaked. So, solange das nicht irgendwie zu uns rüber schwappt, ist es mir eigentlich scheißegal, was Prank-Kanäle machen. I don't know, ich wollte einfach mal drüber reden. So, danke fürs Anhören, ne, ihr seid cool oder so. Denkt dran, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliket mich, entbimmelt mit dieser verfickte Glocke und jetzt...